das weiß man hinterher, dass es schlecht ist, wie es ist, weiß man gleich. 17 Millimeter fehlten mir zu meinem Glück und schon warf's mich 1000 Meilen zurück. Der Mythos der Hildegard Knef. Der Mythos des Sisyphos. Die Knef begibt sich auf die Spuren jenes Sisyphos, jenes ewigen Rebellen, der immer zu den gewaltigen Steinen nach oben wälzt. Glaubst du, die Knef hat ihr Leben wirklich als so tragisch empfunden? Im Gegenteil, als absurd. Absurd. Ein Lied von Hildegard Knef. Und jene einst'ge Tochter früh verwaist, geboren aus der Unzufriedenheit. Jene einst'ge Tochter lebt zurzeit im Ausschnitt einer Dame. Einer Dame, die aus besserer Gesellschaft. In dieser Stadt. Ein Song, den Charlie Neeson der Knef auf den Leib geschrieben hat. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Und der Mann mit der Harmonika spielt den Tango für die Monika. Doch diese Monika ist ein verkommenes Subjekt. Bei Dreharbeiten in London im Jahre 1959 lernt Hildegard Knef den Schauspielerkollegen und Regisseur David Cameron kennen, ihre große Liebe. Der Wiener Hans Hammerschmid wird in den kommenden Jahren über 114 Lieder zu Hildegard Knefs Texten komponieren. So unter anderem auch einen ihrer bekanntesten Schlager, den sie kurz nach der Geburt von Tochter Christina schreibt, die sie mit 42 Jahren bekommt. Nach den lebensbedrohlichen Schwangerschaftsstrapazen wünscht sie sich einen Rosenregen. Und heute sage ich still. Ich sollte mich fügen, begnügen. Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen. Will immer noch siegen, will alles oder nichts für mich. Glaubst du, die Knef war ein glücklicher Mensch?